Hier kann ich nicht durch. Okay, da kann ich nicht durch. Gut, dann nicht. Dann wollen wir mal hier zu unseren Freunden gehen und denen mal die wunderbare Neuigkeit überbringen. Watches you closely, bla bla bla. Lagran is gone, you can escape now. Ey, super. She is so relieved that for a moment you think she might break into tears, but then she starts nudging the others with her show. Come on, let's escape while we can. At the rise, she turns to you. I thank you. This has been a rough arrival, but perhaps things will improve. She thinks, but I doubt it. Then she turns and begins to escort the others. Wie? Wir haben jetzt nichts bekommen? Hallo, was soll das? Gut. Oh Gott, hier muss man immer ganz vorsichtig sein. Übrigens, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Die Charaktersheets. Das ist ganz nett gemacht. So ein bisschen, wer Fallout kennt, weiß Bescheid. Das erinnert hier sehr stark dran. Dass das hier alles so ein bisschen mit lustigen Bildern bebildert wurde. Sehr nett. Hier Endurance finde ich sehr nett gemacht. Intelligence ist auch cool. Ja, also die haben ja alle so ein lustige kleine Bildchen. Sehr nett gemacht auf jeden Fall. So, und wir dürfen jetzt hier irgendwie was machen. You are now training this character. First use bla 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 to the base. Okay, also, wir sind jetzt bei Cordelia, unserer Zauberin. Okay, wir haben leider nur einen Punkt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal. Also das habe ich mir noch nicht durchgelesen, deswegen mache ich das gerade. Ich würde sagen Endurance, damit sie mal ein bisschen mehr Energie bekommt. Ah, hier 5 Health mehr, schön. Gut, und wir haben hier zwei Dingenspunkte. Nein. So, also eins hat sie jetzt hier auf Archery. Okay, und wir dürfen hier auch auf die Arkanen-Sachen. Ne, das sind auch alles. Ach so, das sind diese Spezialgeschichten, sag ich mal. Luck ist eigentlich immer gut, aber das gebe ich meinem Hauptcharakter. Ich glaube, das ist vernünftiger. Das hört sich eigentlich gut an. Das ist. Die sind echt cool, die Bilder. Okay, noch zaubern wir ja nicht, also. Das ist gut. Sagen wir nehmen. Aha. Das heißt, wir müssen das hier quasi nehmen oder das hier, damit das funktioniert. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal. Nehmen wir das einfach mal. Und dann nehmen wir hier noch irgendwas Schönes. Was haben wir hier Schönes? Das ist auch nicht schlecht. Gut, oh Gott, was ist das denn jetzt hier noch? Achso, und wir können jetzt hier noch so eine Verbesserung quasi aussuchen.
Das brauchen wir nicht. Das hier ist nicht schlecht. Ich würde sagen, das nehmen wir. Gut, und dann sind wir mit ihr sogar schon fertig. Okay, dann geht's weiter. Unser Priester, der bekommt natürlich erstmal hier die Endurance-Geschichten. Ich würde sagen... Die kriegen alle erstmal ein bisschen Endurance mehr. So, hier haben wir auch wieder 2 Punkte. Das kriegt er auf jeden Fall. So, und ich glaube, das hier machen wir auch höher. Ja, nehmen wir das hier, oder? Ja, wir nehmen das. Gut. Jetzt unsere kleine Diebin. Da setzen wir auch die Endurance wieder höher. So. Schlösser knacken und so weiter. Die kriegt aber auch dieses First Aid-Dingen. Ich finde das schon sehr wichtig. Luck vielleicht? Ja gut, sie ist ein Dieb. Sie braucht Glück beim Fallen entschärfen und so weiter. Das ist, glaube ich, das macht Sinn. So, was haben wir noch hier? Dann kriegst du das hier noch. Gut. So, jetzt noch hier Chefe. Der kriegt das beides. Backstep ist natürlich super. Da bin ich gerade so ein bisschen geneigt, das zu nehmen. Aber ich glaube, ich nehme Good Health. Gut. Okay, dann sind wir soweit auch schon wieder hier. Und unsere Freunde folgen uns. Super. Ist das nicht schön? Okay, dann wollen wir nach oben. Ich glaube, ich speichere vorher mal ab. Oh, ist ja sehr schick. Na super. You emerge from the dark tunnels and your claustrophobia is immediately replaced with vertigo. You are in a fort within a gigantic cavern. The stone ceiling arcs hundreds of feet over your head. As your eyesight adjusts, you look around at the world of Avernum for the first time. You are inside what looks like some sort of fort. It is made of huge blocks of stone, roughly mortared together. Wood must be rare down here. Only the doors are made of it. There are a few odd trees nearby, more fungus than wood. Then, when your awe at this strange sight fades, you notice the warriors. They stand around the lip of the pit you are in, weapons drawn. Some of them have bows pointed at you, ready to fire. As you prepare to defend yourself, a man comes running toward the lip of the pit from the south. Stop, stop, he shouts. Don't fire, let me talk. Wo ist der Typ? Da. Andrew, a small man runs toward you, waving his arms. His skin is incredibly pale in the strange light from the fungal ceiling. Ja, der ist wahrscheinlich schon etwas länger hier. When he reaches you, he stops and bends over.
hands on his knees, breathing heavily. When he regains his breath, he says, "Don't attack, I am Andrew the Greeter. We are Avernitides. We are here to welcome and help you." Was so nett. Fragen wir ihn mal nach Legrand. Andrew looks embarrassed. "We tried. When he ran out, his face was covered. By the time we were sure he was the killer and not an innocent arrival, he had already fled." Andrew takes a step back and inspects you. "You have the look of a warrior with some potential. It is good. With all of the forces that threaten us, Avernum needs warriors like you." What happens to me? "Well, your new life begins now that is you have emerged. I have something to say to you." Yeah. As Andrew speaks, the guards nearby watch solemnly. Each of them went through the same ceremony, the beginning of a new life. Andrew says, "On behalf of Avernum, I welcome you to your new home, here in the darkness. Our lot is hard, but we are freed of the crushing hand of the Empire. We offer you peace and aid, and as long as you aid us in return," he smiles weakly, "that is all. We have some aid for you. Then you can go out and start your new life." How can you help me? "We can provide two things for you here. Supplies and information. Once you know where you can go and have a few coins to get yourself established, we send you on your way." I can get supplies. "To prevent certain problems, new arrivals are sent to Tor to get modest supplies to support themselves until they find work. He's in the building to the south. We found doing otherwise results in desperate, dangerous and violent new citizens. This way you'll have a fair chance. What you do with this, with it when you leave here is your business." Information, yeah. Thal is the town sage. He lives and works in the building just a bit to the southwest. He's a bit glum. But he does his job well. He will answer your questions as best as he can. Of course, you should get supplies first. "That is a common question. I'm afraid not. This fort is small and we already have all the defenders we need. The rest of Avernum needs you." Okay, dann gucken wir uns erstmal um und plaudern nicht weiter rum. "There are guards watching the entrance to the arrival caves, ready to stop anyone dangerous or violent who might emerge. Alas, as you have seen, their system is not as secure as it could be." Das stimmt wohl. Okay, Guards. Dann schauen wir uns erstmal ein bisschen hier um. Varan. "There is a Avernite wandering around the streets of the fort, looking for new arrivals. He wears a jerkin of thick lizard hide." Deswegen Varan wahrscheinlich. "And a bow of black wood hangs from his shoulder. The moment he sees you, he almost rushes to greet you. Welcome to Avernum," he says. "I am Varan. You look newly arrived, and if you don't mind me saying, a bit aimless. I have an opportunity for you." "The opportunity to fight for Avernum, so that we can all survive, and in return you can gain what little we know and comfort is available in this dark place." Tell me more, warum nicht? He nods. "A wise choice. You should go to Silva, west of here, and meet the mayor. I have been sent to recruit people like you, and I think you will find the work to your liking. That's all. I will leave you to regain your bearings." He nods and walks off looking for them. Okay.
sehr interessant. Okay, wir können hier resten. Können wir das? Okay. Tja, ich weiß nicht. Können wir hier irgendwie übernachten oder so und uns auffrischen? Hier können wir mal eben schauen. Town and Outdoors, vielleicht hier. Das gibt's ja nicht. Hier muss man doch irgendwo hin. Okay, ich glaube, das werde ich mal offscreen irgendwie mal ausprobieren. Oder mal nachschauen. Leider nischt. Okay, die Barracks. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn wir da was klauen, ob wir dann irgendwie verhaftet werden oder so. Möchte ich jetzt eigentlich vermeiden. Aber ich speichere mal eben ab. Und dann schauen wir uns mal das Dingelchen hier vorne an. Ah, okay, wir können es also wirklich klauen. Aber er guckt uns jetzt eigentlich nicht an. Oh, okay. Okay, das ging verdammt schnell. Ach, wir bekämpfen die einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass das irgendwie was bringt. Okay, also die sind overpowered. Oh. Okay, und haben uns gerade abgelachtet. The Empire sent you down to Avernum in the hope that you would die here, there and trouble them no more. Alas, they have just gotten their wish. Unfortunately, there is still hope. New adventures into Avernum, bla bla bla. Avernum all the time, alone and afraid. Any one of them could be the new savior of the underworld. Perhaps your next attempt to escape will end in success. There's only one way to find out. Okay. Gut, dann weiß ich ja jetzt schon mal Bescheid. Und wir haben den Death Screen gesehen, das ist ja schon mal etwas. Und hier klauen wir nichts. Die nehmen wir mal mit. Und den Wein nehmen wir auch einfach mal mit. Vielleicht bringt uns der irgendwie weiter.
Okay. Das machen wir auch mal auf. Gut, dann arbeiten wir uns mal hier unten vielleicht vor. Ah, okay. Hier kriegen wir unser Equipment. Sehr schön. Bei Thor. There is a tall man sitting behind the counter, wearing bronze armor. Behind him is a large rack of crude stone and bronze weapons. He recognizes you as a new arrival in an instant. Don't recognize you. And I recognize everyone. You must be new. He rises and shakes your hand. You can see how desperately pale years down here have made him. I am Thor. I am here to give you some supplies before you go on your way. Thor nods, makes some notes on a scroll made of crude parchment and hands you a pouch, some dried meat and a loaf of unappealing, slightly grey bread. This is a starting allowance. All new arrivals are given to help them get established. We want you to become productive citizens of Avernum as soon as possible. Good luck to you. Good luck. Okay. Ich gehe erstmal kurz raus. So. Dann schauen wir uns doch mal an. Also wir haben das Brot bekommen. Das war's. Sehe ich das richtig? Wir haben nur dieses scheiß Brot bekommen und das Fleisch? Gibt's doch nicht. Okay. So, das kriegst du. Gut, das ist ja irgendwie nicht so wirklich hilfreich. Dann gehen wir mal hier rein. You see a slender, worried-looking man wearing the robes of a mage. Somehow, despite the crude surroundings, he is impeccably dressed. He sits behind a desk laden with books and scrolls. When you enter, he lets out a world very sick. Ah, another arrival. Another unfortunate. I am Thal, and I can give you information that you can use to settle into life here. Alas, the news is all bad. Yes, for example, on our lovely neighbors, the Nephilim and the Sliss... Boah, du Scheiß. The Sliss Zerikai. Or on your chances for escape. Or on how you get supplies. Or on the local politics. The Nephilim you've heard of, there are many of them on the surface. However, until you arrived in Avernum, you had never heard of the Slytherikai. Mein Gott. Lizardmen only live below ground. Intelligent, powerful fighters, very magically talented. We've been at war with them for years, and lately things have been at a stalemate. They live to the rest. Mein Gott, es ist schon wieder spät. Each town has a mayor. The mayors form a council. The council co-rules with the king Mika, lord of our homey little pit. Mika lives in the great cave. To get there, go a ways south and a ways west. By the way, the council meets in the castle. It's a place you should know about. It's